Herzlichen Dank und ich werde unterstützt von Frau von Siemens als Schatzmeisterin in dieser Funktion. Ganz, ganz wichtig, sonst hätten wir kein Geld. Ja, meine Damen und Herren, drei Worte zum Helmholtz-Fonds. Der Helmholtz-Fonds ist ein gemeinnütziger Verein. Wir haben es heute schon von Ihnen auch gehört, Frau Der Voss, 1913 gegründet, auch aus dem Grund damals, weil es gewisse Dinge gibt, für die man Geld gebraucht hat an der Reichsanstalt, aber in dem öffentlichen Vergaberecht nicht möglich war zu bezahlen. Damals zum Beispiel noch internationale Reisen oder auch manchmal sogar Equipment, teures Equipment konnte man aus der Regelhaftigkeit und Sinnhaftigkeit der damaligen Behörde nicht kaufen. Also insofern hat man den Verein gegründet und den gibt es bis zum heutigen Tag. Aber ganz wesentlich also ist das Ziel eben die Förderung der Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der physikalisch-technischen Präzisionsmessung. Und dazu unterstützen wir Seminare, wir machen Workshops, wir fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs, wir geben Prämien für exzellente Arbeiten aus, ganz, ganz wichtig für den Nachwuchs, um schon von vornherein sozusagen auch anerkannt zu bekommen, dass man sich mit viel Leidenschaft und viel Präzision neue Messmethoden erkämpft hat letztendlich. Und wir verleihen den Helmholtz-Preis. Der Verein finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, Frau von Siemens, und Sponsoring. Und an der Stelle gerne, wenn Sie finden in Ihren Unterlagen auch, Sie können Mitglied werden. Ne? Sie finden da so ein kleines Zettelchen, wo man ankreuzen kann. Sie können Mitglied werden, also gerne auch uns unterstützen auf anderen Wegen. Der Helmholtz-Preis selbst wurde 1973 zum ersten Mal vergeben, anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Fonds. Und zwar für hervorragende wissenschaftliche und technische Forschung auf dem Gebiet der Präzisionsmessung in Physik, Chemie und Medizin. Und seit 2016 ist der Preis in zwei Kategorien aufgeteilt, also nicht nur in den Grundlagen, sondern auch in den Anwendungen. Wir haben immer wieder gesehen, dass es da eine Konkurrenz gibt, dass es wunderbare, präzise Dinge in den Anwendungen gibt und dagegen die Vermessung von Fundamentalkonstanten sozusagen. Und das kann man nicht gegeneinander aufwiegen. Und deswegen vergeben wir den Preis in zwei Kategorien. Ja, Herr Siemens, Sie haben schon gesagt, die Ehrung der Preisträger, also Preisgeld und so, ist alles schon erledigt sozusagen, aber die Ehrung hat nicht stattgefunden und das ist vielleicht das Wichtigste bei dem Ganzen und das wollen wir heute nachholen. Preisträger 2020 in der Kategorie Präzisionsmessungen in der angewandten Messtechnik. Und dieser Preis wurde von Rode und Schwarz gesponsert, darf ich an der Stelle sagen, wurde an ein neunköpfiges Team, Sie sehen, es wird alles komplexer, Teamwork ist notwendig, an ein neunköpfiges Team verliehen, das erstmals ein standardisiertes Verfahren zur Messung von Strukturen im Bereich von Nanometern entwickelte. Also genau die Idee von Helmholtz, Förster und Siemens weiterverfolgten Standards für die Industrie in ganz neuen Bereichen zu schaffen. Die Preisträger sind Maximilian Kockert, Dr. Dani Kotscher, Dr. Rüdiger Mittank, Dr. Anna Mogela-Lenko, Professor Dr. Saskia Fischer, Dr. Chi Wang, Sie sehen, die Teams sind auch international, Dr. Johannes Ruhammer, Dr. Michael Gröner und Professor Dr. Peter Voyas von der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Die Arbeit heißt Nanometrologie, absoluter Seebeck-Koeffizient von einzelnen Silber-Nanodrähten und wird jetzt für das ganze Team ganz, ganz kurz in 5 oder 10 Minuten von Frau Professorin Saskia Fischer vorgestellt werden. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder im Helmholtz-Fonds und in der Jury, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben gehört, dass messe, was messbar ist und mach messbar, was nicht messbar ist. Das wollten wir gar nicht tun. Wir wollten in einem großen Konsortium, und Peter Voyers ist hier, vielleicht steh mal kurz auf,
mein Partner in Freiburg mit seinem Team und ich mit meinem Team an der Humboldt-Universität, wir wollten ja eigentlich die physikalischen Prozesse in neuen Materialien verstehen. Und dann haben wir jede Menge falsch gemacht, wie alle anderen auch, und mussten umkehren und mussten erst messbar machen, was messbar ist, und haben also einen Beitrag zur Nanometrologie geleistet. In Materialien für die Elektronik sind die Schichten häufig sehr, sehr dünn. Manchmal sind es Strukturen, die sind so kleinskalig wie ein Tausendstel eines menschlichen Haares. In diesen Materialien gilt dann nicht mehr das Prinzip von Bauhaus, was wir seit 100 Jahren immer anwenden. Die Form leitet sich aus der Funktion ab, sondern es ist umgekehrt. Die Funktion wird durch die Form bestimmt. Und diesen mussten wir auf den Grund gehen und haben dann, grundsätzlich wissen wir, dass sowas passiert und dass es damit neue Möglichkeiten gibt. Das war der Ansatz. Wir wollten beitragen, wie in diesem erfolgreichen weltweiten Beispiel der Steigerung der thermoelektrischen Effizienz durch Nanomaterialien. Nun wollten wir beitragen zu verstehen, wie das zustande kommt. Wenn nun Materialien sehr klein sind und das Material und die Form die physikalischen Eigenschaften bestimmen, dann ist es so, dass wir erstmal lernen müssen, das zu messen, und zwar standardisiert zu messen. In unserem Beispiel, und wir hatten heute schon Silberdrähte gehört, diesmal sind es Silbernanodrähte, wie sie beispielsweise in der flexiblen Elektronik angewendet werden, haben wir nun geklärt, dass thermoelektrische Eigenschaften abhängig sind von der Geometrie, dem Drahtdurchmesser, der Oberflächenbeschaffenheit und dergleichen. In der physikalischen mikroskopischen Tiefe sind es die Streuungen, die wir dort verstehen. Die Herausforderung ist jedoch grundsätzlich, das messbar zu machen, und zwar standardisiert. Unser Lösungsansatz war dann, und Sie haben schon gesagt, es ist ein riesiges Team, wir haben auch wirklich alle Experten gebraucht, maßgeschneiderte Messplattformen zu entwickeln, die uns erlauben, eine vollständige strukturelle und thermoelektrische Charakterisierung vorzuführen, in Hochpräzisionsmessungen, sodass die Daten, die wir dann erhalten, auch wirklich so analysiert werden können, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen. In Freiburg wurden nun solche Messplattformen entwickelt, getestet, hergestellt, die Kontaktierung, die Positionierung von einzelnen Nanodrähten geübt und auch verworfen. Es wurden die Nanodrähte synthetisiert in Hochreinheit, sodass wir sie als Modellsysteme verwenden konnten. Dies sind Dr. Wang, Dr. Bourbon, Dr. Kröner unter der Leitung von Professor Voyers. Und dann wurden die Hochpräzisionsmessungen durchgeführt in Berlin, in meinem Team von Dr. Kockert, Dr. Keuder, Dr. Mittank und Dr. Mogilatenko. Wir haben nun solche einzelnen Nanodrähte platziert, befestigt, kontrolliert, die Kontakte uns angesehen, alles strukturell und thermoelektrisch untersucht. Das Wichtigste war festzustellen, dass nicht nur diese Nanodrähte, sondern auch schon die typischen Zuleitungen sehr gut charakterisiert werden müssen. Ansonsten können wir nicht die richtigen Standards setzen und die absoluten Seebeck-Koeffizienten zum Beispiel nicht korrekt ermitteln. Es ist uns also auf diese Art und Weise über einen langen Zeitraum, und das ist das, Sie sagten, Objektivität, Genauigkeit, aber wir brauchen auch die Leidenschaft. Und die Leidenschaft bei uns sieht eigentlich so aus, dass wir hartnäckig immer wieder ins Labor gehen und von vorne anfangen. Wir haben also nun nachweisen können, dass die Geometrieabhängigkeit in metallischen Nanostrukturen wirklich zu berücksichtigen ist. Die Relevanz zeigt sich schon für Strukturen, die wir in der normalen Elektronik verwenden. Es ist vielleicht möglich, damit eine ultra-rauscharme Elektronik zu bauen mit den richtigen Schichtdicken. Und ich denke, wir haben einen Weg, aber auch nur einen kleinen Weg gezeigt, wie eine standardisierbare Nanometrologie aussehen kann. Und jetzt wollen wir Ihnen danken für die Anerkennung dieser Arbeit im Namen von dem ganzen Team. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch und ganz herzlichen Dank.
herzlichen Dank, liebe Frau Fischer, für diese Darstellung dessen, was Sie und Ihr Team an der Stelle geleistet haben. Wir kommen dann zum zweiten Preis in der Kategorie Präzisionsmessung in der Grundlagenforschung. Und der ging an drei Wissenschaftler, die eben halt auch mit der großen Genauigkeit und der gleichen Leidenschaftlichkeit dabei waren, die Symmetrie von Raum und Zeit zu vermessen in Form von Elektronen. Der Preis wurde verliehen an Dr. Christian Sanner, PDB und jetzt in USA, also in Chile, in Boulder, Dr. Nils Hundemann und Richard Lange, beide an der PDB, für ihre Arbeiten, die auch an der PDB durchgeführt wurden. Darüber freuen wir uns natürlich ganz besonders jetzt mit Hut des PDB-Präsidenten, nämlich zu Einzelatomspektroskopie mit 18-stelliger Genauigkeit zur Symmetrievermessung der Raumzeit. Und von dieser Gruppe wird uns Herr Lange einen Einblick geben, was da gemessen wurde. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Gäste, ich freue mich, Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Arbeit geben zu können, die ich zusammen mit Christian Sanner und Nils Hundemann durchgeführt habe und die in Zusammenarbeit mit Kollegen an der PTB und der University of Delaware zu der Veröffentlichung geführt haben, für die wir dann mit dem Helmholtz-Preis ausgezeichnet wurden. Es geht im Prinzip um Symmetrievermessung der Raumzeit mit Atomuhren. In Bezug auf Atomuhren hat der Herr Ulrich schon eine kleine Einführung gegeben. Ich möchte das jetzt nochmal für solche Symmetrie- bzw. Isotropievermessung tun, und zwar mit einem sehr berühmten Experiment, das sogenannte Michelson-Morley-Experiment aus dem Jahre 1887, das eine Isotropievermessung für Photonen beschreibt. Und dabei nutzt man einen Interferometer, und man kann sich jetzt die Frage stellen: Wenn ich das Licht entlang dieser beiden Interferometerarme schicke, breiten sich die Photonen dann mit gleicher Geschwindigkeit aus? Oder gibt es einen Unterschied in der Geschwindigkeit, dadurch, dass es eine Vorzugsrichtung im Raum gibt? Und das Ganze kann man messen, indem man diesen ganzen Aufbau jetzt um sich selbst dreht und dabei das Signal auf einem Detektor misst. Und man hat damals erwartet, aufgrund der Äthertheorie, dass es eine Vorzugsrichtung geben würde, die man dann misst. Und man hat dann ein solches Modulationssignal theoretisch erwartet. Im Experiment selber hat man das dann aber nicht messen können. Und wir führen jetzt einen solchen Test in ganz ähnlicher Weise für Elektronen durch. Dazu packen wir ein Elektron in einen anisotropen Potentialtopf. Das heißt, das Elektron kann sich insbesondere nur entlang einer Richtung ausbreiten. Und wenn man jetzt diesen Topf dreht, dann kann man sich fragen, gibt es wieder eine Vorzugsrichtung? Heißt, würde sich damit die Energie dieses Elektrons ändern? Und statt eines Potentialtopfes nutzen wir jetzt angeregte Zustände in Atomen, also Wellenfunktionen, und wir fragen uns nach Änderungen in der Energie dieser Zustände, wenn man sie unterschiedlich ausrichtet. Um diese Energien zu messen, regen wir das Atom von einem Grundzustand an mit einem Laser und vermessen die Frequenz. Wir machen das jetzt mit zwei einzelnen Atomen, die wir individuell in Experimenten fangen. Und jedes dieser Experimente nennen wir dann eine Uhr. Und auch hier drehen wir das ganze Experiment, in dem Fall einfach, indem wir uns mit der Erde mitdrehen und schauen, ob es eine Modulation dieses Energieunterschiedes mit der Zeit geben würde. Das haben wir dann mit unseren Experimenten gemacht. Hier sehen Sie mal Bilder von den beiden Uhren, die Fallen, in denen wir die Atome speichern. Und wir haben im Jahre 2017 über insgesamt 6 Monate Frequenzdaten aufgenommen und nach genau solchen periodischen Signalen gesucht, wie ich sie beim Michelson-Morley-Experiment schon gezeigt habe. Wir haben keine solchen Signalen gefunden und konnten damit eine Verletzung der Raumzeitsymmetrie ausschließen, und zwar um 2 Größenordnungen besser, als das schon in vorherigen Experimenten durchgeführt wurde.
Gleichsam nebenbei waren wir in der Lage, die Übereinstimmung unserer beiden Uhren zu überprüfen. Und das im Rahmen ihrer gemeinsamen Unsicherheit, die im mittleren 10 hoch minus 18er Bereich liegt. Und wir haben gefunden, dass trotz der Tatsache, dass die beiden Aufbauten sehr unterschiedlich sind, das sieht man schon anhand der beiden unterschiedlichen Atomfallen, trotz dieser Tatsache stimmen die beiden Uhren überein. Wir können nicht nur solche fundamentalen Tests, sondern auch andere mit diesen Atomen durchführen. Ich möchte hier kurz auf ein weiteres Beispiel eingehen, das wir erst kürzlich veröffentlicht haben. Und dabei geht es um lokale Positionsinvarianz. Hierbei nehmen wir wieder unsere beiden Atomuhren. Jetzt allerdings nicht mit dem gleichen Übergang im Atom, sondern mit einem unterschiedlichen Übergang, auch ein Uhrenübergang, den man sehr genau spektroskopieren kann. Und jetzt sind diese beiden Übergänge unterschiedlich sensitiv gegenüber zeitlichen Änderungen einer Fundamentalkonstante, und zwar der Feinstrukturkonstante. Und wir können uns jetzt fragen, wenn wir Frequenzmessungen über die Zeit machen, ändert sich dann die Energie aufgrund dieser unterschiedlichen Abhängigkeit von der Feinstrukturkonstante? Um es kurz zu machen, bisher scheint es so, als wenn Fundamentalkonstanten konstant sind, auf jeden Fall bis auf einmal 10 hoch minus 18. Und mit diesen Messungen konnten wir die bisherigen Limits auch um ungefähr eine Größenordnung verbessern. Wir suchen aber weiter und wollen diese Limits immer weiter verbessern. Und das machen wir nicht nur alleine und nicht nur mit unseren Atomuhren, sondern im Rahmen der PTB mit verschiedenen Gruppen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, und darüber hinaus mit Universitäten, mit Industriepartnern, im Rahmen von europäischen Projekten, auch mit anderen Staatsinstituten und sogar international in verschiedenen Kollaborationen. Und damit hoffe ich, dass ich Ihnen einen kurzen Einblick in unsere Arbeit geben konnte und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.